Hallo, ich bin Silvane Müller von Nach dem Bad Nils. Ja, wie ihr seht, sitze ich jetzt woanders. Bin jetzt gerade im Urlaub und ich habe beim Schneiden festgestellt, ich habe gar keine Ansage gemacht. Das tut mir eigentlich total leid für die Tanja, aber ich habe keine Ansage gefunden. Also muss ich die jetzt nochmal hier machen. Ich habe meiner Freundin und Kollegin Tanja die Nägel gemacht und wir wollten ein Marble-Design mit Acryl arbeiten. Und genau das haben wir gemacht. Das zeige ich euch jetzt. Ganz normale Vorbereitung. Ich desinfiziere mit Cleaner die Nägel. Dann hebe ich mit dem Diamantstift die Haut von der Nagelplatte ein wenig an. Also ich löse die Haut, die sich auf der Nagelplatte befindet. Und ich muss mich eigentlich jetzt schon für die Überbelichtung entschuldigen. Das war noch zu der Zeit, also die Nägel sind jetzt schon ein paar Wochen alt. Und das war noch die Zeit, wo ich hatte so einen neuen, beziehungsweise ich habe mir so einen neuen Halter fürs Handy gekauft zum Filmen. Und da ist ja eine Lampe dran und die hatte ich irgendwie falsch eingestellt. Und das ist halt immer das Problem, wenn man arbeitet und halt nicht den ganzen Tag damit verbringen will, die Einstellungen zu machen. Beziehungsweise, wenn man dann auch in Zeitdruck ist, ist natürlich auch blöd. Also es wird das ganze Video halt ein bisschen zu hell sein, aber ich hoffe, es macht euch nichts aus. So, nachdem ich mit dem Diamantfräser gearbeitet habe, nehme ich meinen blauen Hartmetallfräser und nehme die Modellage runter, die sich drauf befindet. Und lasse aber den Unternagel stehen. Also ich lasse von den Nägeln, die da drunter sind, einen ganz dünnen Nagel stehen, den ich auch pinschen kann. Das war übrigens keine Modellage von mir, die da drauf war. Ja, da habe ich jetzt gerade schon gefühlt, ob das dünn genug ist. Also ich nehme wirklich so lange runter, bis ich den Nagel pinschen kann. Und da wir jetzt mit Acryl arbeiten, ist das ja sowieso egal. Da kann ich auch den Naturnagel pinschen. Von dem übel abgebrochenen nehme ich natürlich auch die Reste runter. Dann wechsle ich um auf den Hartmetallkegel. Die Einstellung nicht so schnell. Bei dem blauen, beim Abtragen, habe ich ja immer volle Umdrehungszahl. Also bei meinem Fräser sind es 30.000 Umdrehungen. Und bei dem Kegel hier habe ich ungefähr auf, ja, ich würde mal sagen 10.000 bis 12.000. Mein Fräser hat leider keine Digitalanzeige, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Also ungefähr ein Drittel von dem, was er volle Pulle hat. Das mache ich natürlich bei den anderen Nägeln auch. Säubere die Oberfläche, aber nicht auf dem Naturnagel fräsen. Dann wechsle ich um auf den Diamantzylinder, und zwar den mit der diamantenen Stirnseite. Der lange hat sowieso eine diamantene Stirnseite. Wir haben ja auch noch zwei kurze, und da solltet ihr darauf achten, dass ihr die diamantene Seite nehmt, weil die jetzt am Nagelwall auch noch so Hautschüppchen oder an der Fingerbeere an der Seite neben dem Falz so ein bisschen Hornhaut mit wegmacht. Dann wird mit Prep neutralisiert. Und da ich ja eine komplette Modellage mache, arbeite ich grundsätzlich zuerst immer den Unternagel. Die Farben waren Lennox, Plum und Christmas. Von den Color Powder Farben. Ja, und jetzt
setze ich erstmal die Schablone. Das Video zum Schablone-Schneiden packe ich euch auch auf jeden Fall unten wieder in die Infobox. Und es gilt natürlich immer, wenn ich das vergesse zu sagen oder wenn ich das vergesse unten einzutragen, was ich euch im Video gesagt habe, dann erinnert mich da bitte dran, damit ich das noch schnell unten mit reinpacken kann. Ich habe nämlich ein Video gedreht, wo ich ganz, ganz explizit das Einschneiden der Schablone mit dieser Technik, die ich da mal bei Instagram gesehen habe, habe ich mir überlegt, wie haben die das gemacht. Und da habe ich euch ganz genau erklärt, wie man das ausmessen kann, ohne sich die Finger zu brechen beim Ansetzen. Pinsel ist der Passion 8, den ich dafür verwendet, aber also den Evolution nehme ich wirklich nur noch für Pink and White. Und der Passion, der ist ein bisschen gröber, der hält ein bisschen mehr aus. Den nehme ich für Struktur oder für Farbverläufe. Und der hat auch ein bisschen mehr Kraft. So, jetzt, das habe ich ja eben schon gesagt, wird zuerst der Unternagel gearbeitet. An allen abgebrochenen hier hatte ich jetzt nur den einen. Länge kontrollieren. Der ist nämlich so kurz abgebrochen gewesen. Den muss ich ein bisschen länger modellieren. Man meint, der wäre länger, aber in Wirklichkeit ist er gar nicht länger. So, jetzt kommt eine dünne Schicht Gentle Pink auf den Naturnagel. Schon alleine, um keine Farbpigmente auf der Nagelplatte zu haben. Wir haben ja durch das Bearbeiten der Nagelplatte die Schuppen geöffnet. Also die Nagelplatte ist offen. Und wenn ich da jetzt Farbpigmente reinmache, kriege ich die nie wieder raus. Und deswegen immer vorher eine dünne Schicht auftragen. Dann habe ich Bright White, das ist ein Basispowder, Plum und Lennox miteinander aufgenommen. Also erst in das Weiß, dann in das Lennox, dann in das Plum. Also immer die dunkle Farbe nach unten machen. Ansonsten wird das nämlich komplett Matsche am Pinsel. Also wer sich da schon mal gewundert hat, dass das nicht funktioniert. Immer hell mit hell anfangen und dann weitergehen nach dunkel. Oder zu dunkel. Und dann wird das einfach nur so wild aufgesetzt und mit dem spitzen, sauberen Pinsel ein bisschen verdreht und dann vorsichtig in Form gedrückt. Nicht zu sehr streichen, weil wenn ihr das macht, habt ihr auch Matsche. Und das Christmas setze ich einfach so dazwischen. Das ist ja so ein schönes goldenes Glitterpowder, wo auch gröbere Hexagons mit drin sind. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Powder, finde ich. So, dann sieht der natürlich so ein bisschen krumm aus. Also nicht so, wie man das normalerweise von mir kennt, wenn ich modelliere. Das ist aber nun mal nicht zu ändern. Das muss ich mir gleich schön fräsen. Und ich durch diese Übungskameraeinstellung ist das Ganze natürlich auch ein bisschen unscharf geworden, alleine weil es auch so hell ist. Aber ihr habt ja schon welche gesehen, wo ich anders gefilmt habe. Das hat mich schon so ein bisschen geärgert hinterher, weil ich es halt nicht kontrollieren konnte. Und beim Arbeiten meint man dann immer, ist alles gut, und wenn man sich das dann hinterher anguckt, dann ärgert man sich. So, jetzt ziehe ich nochmal Clear drüber. Vollständige meinen Apex. Zwischendurch immer Ermahnung, dann ja, pass auf, dass ich eure Bild sieht. So, jetzt
kann ich den Unternagel pinschen. Der ist jetzt so weit angetrocknet. Und im Normalfall würde ich jetzt an den nächsten Finger weitergehen. Und den schon mal weiter modellieren. Aber da ich die anderen ja schon fertig hatte und fürs Video nur die zwei gelassen habe, musste ich jetzt natürlich warten. So, wieder ins Weiß, ins Lennox, ins Plum und absetzen. Pinsel sauber machen, Spitze schön machen und mit der Spitze marmorieren, verteilen. Und dann das Christmas verteilen und das ganze Material noch ein bisschen flacher drücken, aber nicht zu sehr lackieren, weil ihr euch sonst Matsche aus der Marmorierung macht. Und dann kommt noch mal Clear drüber. Wenn ich mit der Befeilung beginne, immer erst die Form, das heißt Seitenlinie, untere Seitenlinie, Formlinie. Das sind meine Feilschritte 1, 2 und 3. Die feile ich zuerst und zwar bei allen gleichzeitig, damit ich die Form gleichmäßig habe bei allen. Dann, bevor ich an die Oberfläche gehe, bei einem Griffel grundsätzlich immer mit dem spitzen Hartmetallkegel unten drunter sauber fräsen. Dann nehme ich den blauen Hartmetallfräser und fräse die Oberfläche in Form. Also ich fange eigentlich so, wenn ich im Studio arbeite, mit der 5 an, gehe dann über die 4, das sind ja rechts und links, konvex, quasi obere Seitenlinie, und die 6 ist in der Mitte, das ist die Archlinie quasi, wenn ich von der Seite schaue. Da gucke ich jetzt von der Seite, dass ich vom Apex mit einer geraden Neigung, also mit einer leichten Neigung gerade nach vorne gehe. Wer das gerne nochmal ganz, ganz, ganz ordentlich und langsam erklärt haben möchte, der schaut bitte auch auf das Video Feilen und Fräsen. Das verlinke ich euch auch, und das habe ich eigentlich immer unten in der Infobox. Also für alle Neuankömmlinge, da habe ich meine Feilschritte ganz, ganz, ganz genau erklärt. Da sind natürlich jetzt die ganz neuen Fräser nicht dabei, aber das sage ich euch ja immer im Video. Das Finish-Feilen ganz zum Schluss. Mit der Feile nochmal die Feilschritte.
Ach, und das ist ja auch wieder was für die Jenny. Die freut sich darüber. So, dann gehe ich mit meinem neuen Hartmetall-Kugelfräser nochmal ganz vorsichtig und fräse die Hornhaut und diese kleinen Fetzen, die so gerne da noch so dran, die mache ich damit weg. Dann mit der Ziegenhaarbürste. Und dieses Mal habe ich mit Topgloss versiegelt. Das ist der, den liebt die Tanja nämlich. Das ist der Versiegler vom Soak Off. Der hat aber einen leichten Blaustich, also der leuchtet in der Lampe. Also nichts für Disco-Gänger oder gerade für Disco-Gänger. Die finden das ganz toll vielleicht. Aber der hat einen unheimlich guten Glanz. Der ist in der Pinselflasche und hat eine Schwitzschicht. Der muss auch genauso wie der Unisealer ein bisschen abdampfen, wenn er aus der Lampe kommt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir ein kostenloses Abo da, folgt mir bei Instagram nothingbut.de. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!